Veränderungen des Wechselkurses haben einen starken Einfluss auf die Höhe der Exporte und Importe eines Landes. Denn Änderungen des Wechselkurses bedeuten, dass sich die Preise für Währungen und damit eben auch die Preise von Exportgütern und Importgütern verändern. Der Wechselkurs hat daher einen starken Einfluss auf den Außenhandel eines Landes bzw. auf den Außenhandel eines Währungsraumes wie die Europäische Währungsunion. Schauen wir uns also den Einfluss von Wechselkursen auf die Exporte und Importe eines Landes genauer an. Die Differenz oder den Saldo aus Exporten und Importen von Gütern nennt man auch Außenbeitrag. Es ist jetzt wichtig zu beachten, dass sich Exporte und Importe bezüglich des Wechselkurses gegensätzlich zueinander verhalten. Wir betrachten hier den Wechselkurs in der Mengennotierung. Während Exporte in einer negativen Abhängigkeit zum Wechselkurs E stehen, besteht bei den Importen eine positive Abhängigkeit zum Wechselkurs E. Der Wechselkurs E ist als Verhältnis aus Auslandswährung, hier der Dollar, und Inlandswährung, hier der Euro, zu verstehen und gibt daher an, in welchem Verhältnis diese Währungen getauscht werden. Steigt der Wechselkurs E nun an, heißt das, dass man mehr Dollar für einen Euro bezahlen muss. Der Euro ist also wertvoller geworden und wertet auf, was gleichbedeutend mit einer Abwertung des Dollars ist. Daher werden Waren aus dem Euroraum, aus dem Ausland gesehen, nun im Vergleich teurer. Die Exporte aus dem Euroland ins Ausland gehen folglich zurück. Jedoch steigen die Importe aus dem Ausland ins Euroland, da der Euro nun wertvoller ist und daher Auslandsware aus dem Euroland betrachtet vergleichsweise günstiger geworden ist. Der Außenbeitrag des Eurolandes sinkt. Umgekehrt gilt aber, dass wenn der Wechselkurs E sinkt, der Euro nun abwertet, da man mehr Euro für einen Dollar bezahlen muss. Der Euro hat also an Wert verloren, was gleichbedeutend mit einer Aufwertung des Dollars ist. Daher werden Waren des Eurolandes, nun aus dem Ausland betrachtet, relativ günstiger und die Exporte aus dem Euroland ins Ausland steigen daher an. Gleichzeitig ist der Euro aber im Tausch mit Auslandswährung nun weniger wert, so dass Importe aus dem Ausland ins Euroland nun vergleichsweise teurer sind. Bei einer Abwertung des Euro kauft das Euroland also weniger Importware, da Inlandsware nun vergleichsweise günstiger ist als Auslandsware. Der Außenbeitrag des Eurolandes steigt. Freie Wechselkurse haben, laut Wirtschaftstheorie, die Aufgabe, eine ausgleichende Wirkung auf Exporte und Importe von Staaten und damit auf die Zahlungsbilanzen von Staaten insgesamt auszuüben. Flexible Wechselkurse müssten, so der wirtschaftstheoretische Gedanke, durch eine wertausgleichende Wirkung auf Exportpreise und Importpreise dafür sorgen, dass Länder in etwa so viel exportieren, wie sie importieren. Die Differenz aus Exporten und Importen, der sogenannte Außenbeitrag, müsste also in etwa null sein. Die Logik wäre folgende. Wenn ein Land deutlich mehr exportiert, als es importiert, spricht man von einem Exportüberschuss bzw. Importdefizit. In dieser Situation würde verstärkt die Währung des betrachteten Landes nachgefragt, um die vielen Exporte des Landes bezahlen zu können. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Gütern und nach Währung des Landes müsste die Landeswährung nun aufwerten, was dazu führt, dass sich die Exporte des Landes nun relativ gesehen verteuern und Importe des Landes nun relativ gesehen vergünstigen. Aufgrund der Aufwertung der Landeswährung würden die Exporte des Landes nun sinken und die Importe des Landes steigen. Dieser Aufwertungsprozess der Währung würde nun so lange andauern, bis der Außenbeitrag in etwa null beträgt und sich Exporte und Importe im Gleichgewicht befinden. Wenn ein Land dagegen wesentlich mehr importiert als exportiert, spricht man von einem Exportdefizit bzw. einem Importüberschuss. In dieser Situation würde die Währung des betrachteten Landes nur vergleichsweise gering nachgefragt, aber verstärkt von diesem Land angeboten werden müssen, damit die vielen Importe des Landes bezahlt werden können.
Folglich müsste die Landeswährung nun abwerten, was die Exportware des Landes nun vergünstigt und die Importware des Landes verteuert. Durch die Abwertung der Landeswährung würden die Exporte des Landes nun steigen und die Importe des Landes würden sinken. Dieser Abwertungsprozess der Währung müsste so lange andauern, bis der Außenbeitrag in etwa Null beträgt und sich Exporte und Importe im Gleichgewicht befinden. Der Wechselkurs müsste also dafür sorgen, dass sich Exporte und Importe von Ländern langfristig im Gleichgewicht befinden. In der Realität ist es allerdings so, dass Ungleichgewichte lange bestehen können. Freie Wechselkurse lösen also nicht notwendigerweise Ungleichgewichte auf dem Weltmarkt in Gleichgewichte auf. Eine Volkswirtschaft mit einem langjährigen Exportüberschuss ist zum Beispiel Deutschland und eine Volkswirtschaft mit einem langjährigen Exportdefizit sind die USA. Woran liegt das? In der Realität hat sich herausgestellt, dass Wechselkurse die beschriebene ausgleichende Wirkung immer weniger ausüben können, da die internationalen Handelsströme einen immer kleineren Teil der globalen Währungsbewegungen bestimmen. Ein wachsender Teil der globalen Währungsbewegungen wird mittlerweile durch Spekulationen bestimmt, die durch Banken, Versicherungen, Investmentfonds, Hedgefonds und so weiter betrieben werden. Hier wird versucht, durch kleine Zinsunterschiede und Währungsschwankungen kurzfristige Gewinne zu erzielen. Gleichzeitig sind viele Staaten der Welt offenbar bereit, Währungsreserven, also Devisenreserven, anzulegen und damit bereit, Exportdefizite zu finanzieren. Dies passiert dadurch, dass diese Staaten Exportüberschüsse erzielen und diese Zusatzeinnahmen an Fremdwährung, die sie nicht zur Finanzierung von Importen verwenden, entsprechend als Auslandsinvestition im Ausland anlegen. Staaten, die Waren und Dienstleistungen exportieren, exportieren also gleichzeitig Kapital ins Ausland. Wenn man sich nun einen genauen Überblick über das Ausmaß von Exporten und Importen von Gütern und Kapital einer Volkswirtschaft verschaffen will, schaut man sich am besten die Zahlungsbilanz einer Volkswirtschaft an.